Hallöchen und willkommen zurück. Hier gucken. Er kann, oh, er könnte ein Bild malen. Money, money, money. Diese Deko ist auch so ein bisschen. Ich finde die zwar ganz schön, aber schöner ist sie in einem, wirklich in einem Waschzimmer. Ich glaube, da ist ein Geist zu Besuch. So an. Er muss doch auch mal arbeiten. 2 Stunden. Ach gut. Schaut's bei ihr mit der Jobleistung aus? Ganz gut aus. Wo ist es hier denn dreckig? Ich verstehe das. Ich meine, ja, jetzt geht die Katze aufs Klo, aber. Also nicht, warum die Katze aufs Klo geht, sondern warum hat er oder die beiden dauerhaft in diesem Raum ja, dieses es ist schmutzig. Ja, auch noch müde. Kommt davon, wenn man um 3 Uhr nachts aufsteht. Mann. Hauptsache 231 für so einen Scheiß. Ich würde dauerhaft nur noch so schäbige Häuser malen, wenn ich so viel verdienen würde. Vielleicht kann er ja noch Powernapping. Ne, der muss jetzt direkt zur Arbeit, ne? 4 Minuten bis zur Arbeit. Ja, das will ich sehen, wie jemand in 3 Minuten noch ein Nickerchen macht. Oder für 3 Minuten. Boah, der wird richtig fertig sein, wenn er. Huch. Geldmangel. Endlich ist die Schicht von Phoenix zu Ende, aber es kann noch nicht nach. Was? Aber er kann noch nicht nach Hause gehen, denn in der Kasse ist zu wenig Geld. Phoenix weiß, dass es dann ihm entscheiden, ob er wegen meldet oder den Mut hält. $400 verdient die jetzt am Tag, auch nicht schlecht. Spaß. Da ist man noch auf den Kochkanal gucken. Ich meine, es gibt ja jetzt was speziell gucken, oder? Ist ja auch egal. Irgendwas wird sich finden. Und wir sollten die Dinger hier mal wegmachen. Gewürzfestival, aber das ist nicht hier unten. Doch. Doch, das ist hier unten. Oder? Es baut sich nur ganz langsam auf. Aber es scheint so. Gut. Ist der Käfig schmutzig? Tatsächlich. Mach ihn mal sauber. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Und danach gehen wir aufs Gewürzfestival, kaufen was zu essen. Eigentlich finde ich das cool gemacht mit dem Boden, aber ich glaube, auf so einem Gitter könnten die Tiere nicht gut laufen. Also ich weiß es nicht. Würde ich meinen Tieren, glaube ich, antun. Halt, stopp. Einfach nur wieder angespannt. Okay. Sagen wir erstmal hier hin. Ich würde nämlich echt gern hier die Sachen absammeln. Die ist schon da. Alles ernten. Alles meins. Alles meins. Finger weg. Und wenn ich dann alles verkaufe, ist ja egal. Aber wir nehmen auf jeden Fall alles mit. Danach bestellen wir was zu essen. So, was gibt es hier denn? Essen bestellen. Ah, das sind die Sachen, die interessieren mich nicht. Diese richtigen Gerichte haben. Curry. Ich glaube, Curry kann der schon. Ich weiß auch, mein Zettel existiert leider nicht.
Wie immer, jedes Mal verliere ich den Zettel. Ja, und da ist noch keiner. Ban Mi Fo haben wir. Boykon. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Wahrscheinlich komplett anders. Puri. Curry. Ich kaufe einfach mal Samosa. Gott, die das jetzt hingestellt. Ich bin entsetzt. Gott, die das hingestellt. Ja gut, dann kriegst du nichts zu essen. Du hast das. Kannst hier oben Joghurt nehmen. Blöde Kuh. Dinger, weg, hör auf, das zu essen. So, Lunchpaket packen. So, im Inventar platzieren. Hat er sich ein T-Shirt gekauft? Ja. Spinat hört sich auch gut an. Ach, die kann sich Reste oben nehmen. Wir packen. Mein Gott, die sind immer so laut. Wir packen das alles jetzt dem Fenix ein. Auf, das zu essen. Ach, hier steht ja auch was zu essen. Was ist das? Ramen. Eierrollen. Machen wir mal Essen probieren. Und? Mal nochmal Essen probieren. Geht dadurch auch Hunger hoch? Ja, du bist müde, wir wissen's. Dadurch geht Hunger runter? Durchs Probieren? Auf das zu essen, das packen wir auch ein. Warum brechen die denn alle? Also ich höre es ja nur, aber eklig. Das sieht irgendwie so falsch aus. Naja, er hat sich halt seinen Bart auch gefärbt. Die Tierärzte. Nee, ist es. Oder? Doch, ist es. Oh mein Gott, und sie hat. Er hat eine fleischfarbene. Na, ist lecker. Nein! Okay. Lauf. Nein.
Was mache ich denn? So, nach Hause, jetzt. Oh Gott. So, Lunchpakete. Hier. Du gehst dann. Gut, aber beschweren kann sie sich gerade auch nicht. Den Kaffee machen. Schlaf. Okay, er hat doch, er hat das Lunchpaket ausgepackt. Soll er das essen? Das müssen wir jetzt noch durchknüpfen. Eigentlich schlafen? Er ist auch. Könnte morgen befördert werden. Ich glaube, der braucht einen Kaffee. Er könnte einen Kaffee gebrauchen. Definitiv könnte er einen Kaffee gebrauchen. Yay! Mein Gott, die lag gerade schon im Bett und jetzt nimmt die sich halt echt noch einen Kaffee. Warum steht die noch mal auf? Ich verstehe das. Dann trinken Kaffee, dass du noch ein was essen kannst. Oh Gott. Ja, ich habe mich jetzt aber auch sehr erschrocken. So. Lunchpaket auspacken. Oh. Gerade geht aber auch alles kaputt. Alles. Dahin legen. Essen, damit du das lernst. Damit du das auch kochen kannst. Es sieht irgendwie aus wie ein Knödel. Mit Füllung. Muss ich mal googeln, was das ist. Falls das so heißt. Nein. Nein. Wir haben doch einen Kaffee getrunken. Ich glaube, ich verlange ein bisschen zu viel von uns. Meinen Sie, so unsere. Die Arme. So, könnt ihr den Kaffee auch noch. Ein Gericht musst du noch essen, bevor es schlecht wird. Lunchpaket auspacken. Aber extra gekauft. Dass ich jetzt einfach noch reinziehe. Danach sofort ins Bett. Ups, es war ein bisschen scharf. Ja, die braucht wieder Aufmerksamkeit. Aber das schafft er nicht.
So, aber das ist ganz gut. Dann kann er das Ding auch noch reparieren und... Meine Güte, ey. Ich zur Arbeit? Bye. Schön. Das finde ich sehr gut. Dann können wir mit der ein bisschen was machen, auch malen und hier Haushalt. Müssen wir uns auch wieder um Nero kümmern. Er komplett dreckig. Einfach dreckig. Kantinenbericht. Was ist denn mit meinem erster Welpe? Haben wir noch nicht zu Ende geschrieben, kann das? Kandorf? Oh Gott, ich glaube, ich muss. So. Ich habe genießt. Hab's geschafft. Planschen? Nee. Jetzt kommt, glaube ich, oder? Leider nicht. Meine Güte, ich habe echt gesagt, heute in dieser Aufnahme möchte ich unbedingt in Urlaub. Das ist jetzt schon 3 Folgen her. Wir sind schon bei der 4. Folge. Immer noch nicht. Aber ich wollte ihn ja auch noch mal arbeiten. Wobei, jetzt so langsam, wenn ich sehe, ne, so langsam geht es mit dem Geld. Eigentlich. Ganz gut. Schreiben, weiterschreiben, mein erster Welpe. Ach ja, sag mal. Oh, er und seine Feli. Ich finde das ja total cool, dass der Ingame-Fenix auch so auf seine Feli steht. Das ist richtig gut. Streicheln. Oder auch nicht. Dann renn halt weg. Kurz vor dem Verhungern. Was? Kann gar nicht sein. Ich kann kein Futter auffüllen. Weil da steht, es befindet sich bereits. Bäh. Kann doch gar nicht kurz vorm Verhungern sein. Ja, das ist okay. Mach was. Ist das ein Bug? Also ich meine... Jamie! Ist das ein Bug, dass die Ratte verhungert, man aber kein Futter reintun kann? Vor allem, was heißt denn Aktivität? Bekommt auf... Ach so, spielen vielleicht, ne?
Aber das mit dem Futter fand ich jetzt echt eigenartig. Der muss zur Arbeit und ist natürlich wieder müde. Natürlich. Soll es auch anders sein. Geht niedrig. Ja, stehe ich nicht. Und jetzt malt ihr auch noch so ein Mist. Und dann muss ich den mit Leckerchen füttern. Er blättert durch zwei Briefe und ist toll begeistert. Tja, eigentlich blicke ich noch nicht so ganz. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Müsste doch auch relativ weit mit. Ich habe ein bisschen gewartet. So, 8 oder 9. Aber das ist okay. Angespannt. Warum? Ach so. Komm, mal das Bild noch zu Ende und dann müssen wir Ende Gelände machen. Ach so, es ist fertig. Eine Qualität hat das. All. Ach so, weil sie auch marktauglich ist. Voll cool. Das ist echt gut. Wir malen dann in der nächsten Folge auf jeden Fall noch mehr. Und die habe schon so um den Rattenkäfig rum. Schläft die Ratte? Drin. Jetzt ist sie wieder zufrieden. Hunger? Okay. Aber ich kann das nicht. Kann kein Futter da rein. Da. Ich. Eins, ne? Ich kann hier unten jetzt nicht separat draufklicken und sagen, hey, nimm das Futter und dann schütt da rein. Oder muss ich Rattenfutter im Internet bestellen? Mehr aus. Bestellung. Nagerleckerli. Anti-Aging. Okay. Was kann man alles den armen Tieren antun? Aber okay, um Leckerchen geht's nicht. Gut. Wir gucken. Ich guck gleich mal und ob das jetzt ein bekannter Bug ist. Schon ein bekannter Bug ist, sagen wir es. Und dann schauen wir weiter. Und dann gucken wir, dass wir endlich in den Urlaub kommen. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir heute auf jeden Fall noch hin. Tudelu.